Juhu, da hört ich mal wieder meine herzallerliebste Stimme, die ja so viele anscheinend so süß finden, was sie aber nicht ist. Und zwar wurde ich jetzt zum vierten Mal getaggt, aber das ist okay, denn es war von meiner lieben Mary-Chan. Und hier kommen also mal wieder fünf total sinnlose Fakten, die ihr eigentlich überhaupt nicht wissen müsst, aber ich sie euch irgendwie trotzdem erzähle und ich weiß nicht mal wieso. Scheiße, was soll's? Fangen wir mal an. Fakt 1. Mein absolutes Lieblingspairing ist... Ja, also mal ehrlich, ein Anime solltet ihr unbedingt gucken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Weil Ersa und Julai sind so Fakt Nummer 2. Ich weiß nicht wieso, aber wenn Eri diese eine Stimme hat, diese Rar, ich kann die nicht nachmachen, keine Ahnung, aber ich liebe diese Stimme, keine Ahnung, ich finde die so derbs geil. Das finde ich so heftig, dass sie das kann und ich will das auch können. Aber ich kann es nicht. Und Fakt Nummer 3. Wir hatten heute am Donnerstag, den 29. März 2012, Sportunterricht. Wir haben Volleyball gespielt und ich bin mal wieder so toll und habe mir meinen kleinen Finger verletzt. Der ist jetzt voll fett. Ich glaube, ich mache davon ein Foto und schicke es euch. Und ich glaube, der wird doch blau. Ich weiß ganz genau, dass Izzy jetzt einen Kommentar unterschreiben wird zu irgendwas, dass ich ins Krankenhaus gehen soll, was ich auch morgen mache. Oh, Alter! Der ist voll angespannt. Der sieht aus wie eine Gepresswurst. Okay, ich muss weiter mit dem Tag machen. Fakt Nummer 4 kommt jetzt, ne? Ja, gut. Also, Fakt Nummer 4. Ich benutze zum Aufnehmen eigentlich fast immer Sony Vegas. Aber dieses Mal benutze ich Audacity. Weil, keine Ahnung, ich habe noch kein Video gemacht und weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Ich muss ja irgendwie noch Englisch Sub drunter schreiben. Ki. Und der letzte Fackel habe ich es endlich geschafft. Der ist ganz simpel. Und zwar habe ich jetzt ein neues Studio mit meinem Itty-Bärchen eröffnet. Und es heißt Tears of Joy Studio. Und ist natürlich, ja, also wir arbeiten mit Fairy Tail Pairings. Und natürlich ist auch Julal und Ersa mit bei, weil die so toll sind. Aber noch viele andere. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja da bewerben. Wir haben noch keine Ahnung, wann die Deadline ist, aber irgendwann ist die. Und wir suchen noch Members. So, Member, Memberalana, Memberana? Weiß ich auch nicht. Okay, jedenfalls war es es. Haut darin. Jetzt nachdem ich mir das so angehört habe, fällt mir auf, dass ich voll die Themenwechsel drin hatte. Mal was total Ernstes, denn irgendein Schwachsinn. Und dann wieder irgendwas Ernstes, obwohl mehr Schwachsinn war. Wie oft habe ich jetzt Schwachsinn gesagt? Viertes Mal. Schwachsinn, 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 Schwachsinn. Gut. Mehr wollte ich gar nicht.